Wer länger unter Wasser überlebt, gewinnt 10.000 Euro, Freunde. Davor battle ich mich aber noch gegen iCrimex in verschiedenen Challenges. Wer ist der krassere? Und für wen seid ihr? Team Lukas oder Team Paul Berger? Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Ihr seht schon, wir sind hier einfach mal mit iCrimex am Start heute. Was geht? Was geht ab, Leute? Genau, Leute, wir sitzen hier an einem Pool und es gibt heute eine geisteskranke Challenge. Wir werden heute insgesamt 6 verschiedene Challenges gegeneinander machen, wo wir unter anderem eine Flasche äxten müssen, schauen, wer länger hängen kann und natürlich, wer länger unter Wasser überleben kann mit Hilfsmitteln. Es geht heute um 10.000 Euro max. Bei jeder Challenge gibt es einen Punkt und natürlich die Unterwasser-Challenge, weil die so krass ist, zählt die insgesamt 2 Punkte heute. Ah, okay, sehr krass. Und ich würde sagen, Leute, lasst unbedingt mal einen fetten Like da und kostenlos Abo für dieses kranke Video. Natürlich auch iCrimex ab, da haben wir auch ein sehr heftiges Video gedreht und ich würde sagen, wir starten mit der ersten Challenge rein. Let's go. Let's go. Also Max, wir kommen auf jeden Fall zur ersten Challenge. Hier geht es schon mal um den ersten Punkt für die 10.000 Euro, Alter. Let's go. Es wird auf jeden Fall ein bisschen sportlich, das heißt, wir schauen mal heute, wer im Gym mehr Gas gegeben hat immer, ne? Ja, du warst ja im Urlaub. Ja, und Leute, ich habe auch eine Verletzung, aber das heißt heute gar nichts. Ich würde sagen, die erste Challenge ist, wer hängt länger, bevor man halt runterfällt? Also wer kann sich länger oben halten? Okay. An der Treppe. Hast du auf jeden Fall Bock? Ich bin bereit. Jungs, streckt euch an, es geht um 10.000. So Jungs, seid ihr bereit? Yes. Okay. Ich bin bereit, Max. Ich würde sagen, wir starten den Timer in 3, 2, 1, yes, er läuft. Boah, Junge. Ey, ich rutsch da voll ab. Das ist jetzt schon anstrengend. Alter, ich rutsch da komplett. Man kann hier nicht krass greifen. Mal gucken. Hier, so weit sind die Jungs. Lukas verletzt am Bein. Und 10.000. Ey, was war das hier? Ey, meine Hände sind überschützig. Junge, Maschine. Nein, Junge. Ich bin da wegen der Schweiz abgerutscht. Nein. Okay, Leute, der erste Punkt geht auf jeden Fall an Max. Let's go. Alter. Aber in der nächsten Challenge werde ich natürlich besiegen. Let's go. Also Leute, die erste Challenge habe ich schon mal richtig hart verkackt. Aber die zweite Challenge ist was ganz anderes. Und okay. Zwar, wer schafft es schneller, einen halben Liter Wasser zu ächzen? Okay. Das heißt, da geht es um die Zeit, Leute. Natürlich ganz normal stilles Wasser. Da stehen ja eh so deine Gläser. Wir können ja die Gläser eben schnell vormachen. Ja, dann mach das, mach genau, das. Genau, du wolltest nicht eh noch dein Video einstellen, sonst immer eben hoch, mach das ja, mal fertig, ne? Alles okay, klar. Jo. Das Ding ist hingestellt, ne? Das Wollweg. Das nehmen wir dann. Ja. Okay, dann mach schon mal, Lukas, mach mal ins Wasser schon mal rein hier. Mach mal schön, ne? Ja, ja, hier, genau. Die erste mal gleich fertig, 1,5 Liter. Sehr nice. Ja, es reicht. Halber Liter. Hier, gib mal her, ich mach das mal eben. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen. Mach mal ein Geräusch, weil ich muss sie aufmachen, das hört man sonst. Alter Junge. Digga, ich hab irgendwie so Frosch im Hals oder so. Ich weiß auch nicht, was. Was ja, das ist. Alter Junge. Ja. Alter. Oh. Alter. Bruder, was geht denn da ab, Mann? Ja, ich weiß auch nicht. Okay, so. Und zack. So, also ich würde sagen, Max, die Gläser sind vorbereitet. Zack, einmal hier. Ja. Okay. Guck mal, ich habe sogar auf Ehre noch mal ein bisschen mehr bei mir gemacht, weil ich das eh gewinnen werde. Also ich bin ja, echt ihr habt damit jetzt aber nicht irgendwie Toilettenwasser oder so. Nein, nein, das ist frisch aus der Wolke gezapft. Na ja, okay. Okay, okay. Wer ist zuerst ex, hat gewonnen. Auf groß geht's los, oder? Okay. Zack, let's go! Cheers. Okay. Lukas, jetzt gib mal Gas hier, du musst gewinnen! Ah, Max ist auch gut dabei. Oh mein Gott. LOL! LOL ist vorbei! Oh, Alter! Alter, let's go! Ich hab durchgezogen! 1:1! Ich kann nicht, dass wir mit Sprudelwasser machen, Alter! Ja, Digga, du musst durchziehen! Oh, mein Bauch, ey, der platzt gleich! Junge, musst du ein bisschen rülpsen? Oh. Lass ruhig raus die Luft! Oh, mir ist richtig schlecht, Leute, ey, boah! Alter, du hattest auch Sprudelwasser? Digga! Boah, es kommt gleich alles hoch! Ja, ja okay, gut, na, dann Respekt auf jeden Fall! Nice, nächste Runde weiter. Also Leute, wir sind jetzt im Gaming-Zimmer hier von Max am Start. Sehr, sehr krass auf jeden Fall. Hier ist auch nochmal meine Gaming-Ecke. Ihr seht es auf jeden Fall. Richtig, richtig geil. Und ich würde sagen, wir machen jetzt nacheinander Liegestütz. Und wir machen es so, Max. Wir schauen einfach, wer schafft mehr Liegestütze. Okay. Der kriegt den nächsten Punkt, okay? Let's go. Ich würde sagen, let's go. Willst du anfangen oder soll ich? Wir machen Schere, Stein, Papier. Ja, okay. Und Schere, Stein, Papier. Hey, was ist das? Das Brunnen. Was für Brunnen? Ja, der macht das Papier nass. Ja. Hä? Du hast verloren. Kennst du das nicht? Das kenne ich nicht. Aber ja, ist okay von mir aus. Soll ich dann anfangen? Ja, fang an. Ja, okay, okay. Alles klar, Leute. Also hier auf dem richtig flauschigen Teppich. Alter, jetzt nach dem Wasserechsen wird das reinknallen, ne? Okay. Boah, ich war aber schon lange nicht mehr im Training. Okay. 1, 2,
29. Da. 30. Ja. Da. Oh, 30. Oh, das ist schon viel. Das ist soll ich dir hochhelfen? Geht's? Alter. Lukas, wie geht's dir? Sehe ich aus? Rot, wie eine Tomate. Oh. Junge, Alter. Das Ding ist schon gut. Ich weiß nicht, ob ich das packe. Ja. Okay. Okay, Max. Ready? Okay, Max. 1, 2, 3, 4. Du hast gewonnen. Oh, halt dich voll durch. Alter, Junge Max, du alles hier, was los? Oh mein Gott. Oh, Alter, Mann. Oh, Leute, ey, du hast mindestens 50 gemacht. Das waren locker 50. 36. Das war die Strafe, dass die letzten Male ins Gym nicht gegangen wären. Stark. Nächster Punkt geht an dich, Max. Ja. Okay, Leute. Wir kommen aber jetzt zur nächsten Challenge. Let's go. Also Leute, leider ging ja die Liegestütz-Challenge jetzt an Max, aber die nächste ist Armdrücken. Und wir haben das schon einmal gemacht. Ja, stimmt. Da war es aber unentschieden, ne? Ja, unentschieden. Genau, das heißt, das wird jetzt richtig krass, Leute. Jungs, strengt euch an, es geht hier um 10.000 Euro, um das ganze Geld. Hä, was Bro, denn? Warum sind da zwei Flaschen? Ja, was meinst du? Ja, hä? Wir haben doch gesagt, ich hatte Sprudel. Und warum ist hier... Da ist die Hälfte aus dem Stillen auch noch raus. Hast du die nicht vorhin getrunken? Nein, die hatte ich nicht getrunken. Hast du die mit Stillen was? Ey Jungs, wollen wir nicht mal anfangen? Wir müssen beginnen. Komm. Ja. Bro, okay. Du hattest safe stilles Wasser, du Ehrenloser. Okay. Ja, okay, du hast noch einen Bonus. Das waren Pranks, die zu weit gehen. Bist du bereit, Max? Ich bin bereit. 3, 2, 1, go. Ey, ihr macht mit Festhalten. Hey, Alter, kitzel mich nicht, Junge! Oh, mein Arm. Oh, Junge. Oh, Bro. Okay. Der Punkt geht an dich. Alter, Junge. Ey, das war krank, Mann. Boah, ich bin jetzt richtig tot, ehrlich. Ich habe heute schon genug Sport gemacht, Leute. Ja, Junge. 2-2. Also, Leute, wir haben jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen Sport gemacht. Aber zur Abwechslung gibt es jetzt ein kleines Wissensquiz. Ich würde sagen, für den Verlierer vom Wissensquiz gibt es dann auch hier richtig fett Tabasco zu exen. Und ich würde sagen, Marvin, du kannst gerne schon mal die erste Frage für uns raussuchen. Okay. Und wir schätzen dann beide. Wie viel kostet der neue Lamborghini? Dieser Revuelto, der neue. Ja. Aha, also das ist quasi der nach dem Aventador, ne? Genau. Boah, ey. Basispreis? Ja. 3, 2, 1, 320. Okay, du hast 350 gesagt? Ja. 420.000 Euro. Digga, es sind genau 350. Boah, was? Nein! Nice. Ah, Junge, okay. Okay, 1-0 für Max. Okay. Okay, Jungs, dann kommen wir zur zweiten Frage, zur vorletzten. Wie viel Abos hat der Hauptkanal von Mr. Beast? Oh, Junge, Mr. Beast. Ich hab schon länger nicht mehr drauf geschaut. Ja, schaust du die Videos aktiv von ihm, oder? Mal so, also jetzt nicht jedes Video. Okay. 3, 2, 1, go. 175 Millionen. 175, sagst du, okay. Okay, 160? 160, sag ich. Was sagst du? 175 Millionen. Okay, Leute, ihr seht schon. Und? So, es sind 176 Millionen. Ja! Alter, Junge, ich bin 1-1, Digga, krass. Okay, let's go, Mann. Das ist sehr spannend. So, Jungs, jetzt kommen wir zur letzten. Und das ist eine richtig gute. Und zwar, das kommen wir bei dir, Max. Was ist dein meistgeklicktestes Video auf deinem YouTube-Channel? Okay, ja. Hä? Ey, warte mal kurz, das ist voll unfair. Easy. Ey, das ist doch sein Kanal. Ja, trotzdem. Hä? Junge. Ey, woher soll ich das denn wissen? Sonst, ich habe mir noch, weil ich mir was überlegt, wir machen die Like-Anzahl. Oh. Ja, das ist damit auch ein bisschen, weißt du? Okay, das ist fair. Dann, das ist fair. Dann, also es ist der 2-Millionen-Song. Ja. Oh, okay. Mit 11 Millionen Klicks. Ja. Und jetzt die Likes. Ja. Okay, dann auf 3. 3, 2, 1. 190.000. Digga. 190.000. Digga. Wie viel ist es? Leute, schaut mal. Bruder. Wie viel hast du gesagt? 400.000. Du? Ja, 190. Bro. Wie viel sind's? Schaut einfach selber. Oh mein Gott, Junge! Was? Hä? Warum hat das 400.000 Likes? Hä? Wie krass? Alter! Okay, das ist cracked.
Das ist crazy. Okay, hey, wieso weißt du das nicht? Das ist ein Video. Bro, ey, wie oft gucke ich denn die Likes von einem Video an, Alter? Ja, okay, der Punkt geht an Lukas. Alter. Das heißt, du hast gewonnen. Ey, aber ich habe ja noch meinen Joker. Ja, okay. Dann hier mit dem Dummer-Tabasco. Okay, auf Ehre, Leute. Na, weil es ein bisschen unkorrekt war mit dem Wasser, ich bin ehrlich. Ja, Lukas, also wenn du jetzt krass bist, ne, jetzt habe ich viel drin, nimmst du die Hälfte. Boah, Digga, da sterbe ich doch. Ziehst du durch? Warte, soll ich dir reintropfen? Ja, komm. Alter, ist da viel drin! Alter! Alter! Oh mein Gott! Bro! Ey, da ist so viel rausgekommen, Leute. So, trinken gibt's nicht, willkommen zur nächsten Challenge, komm. Yes. Jetzt kommen wir zur finalen Disziplin, die Unterwasser-Challenge. Wer überlebt länger unter Wasser? Max und Lukas haben einen Tag, um sich dafür vorzubereiten. Ey Leute, ich suche jetzt hier richtig krasse Sachen raus, womit ich auf jeden Fall gegen Lukas gewinnen werde bei der Challenge. Und ich habe da auch schon so eine Idee. Ich bin jetzt hier gerade auf Amazon. Ich werde jetzt auf jeden Fall alles richtig schnell bestellen. Hier mit Prime Next Day Lieferung und alles, Leute, damit das rechtzeitig da ist. Let's go. Okay, Freunde, wir schauen uns jetzt einfach mal um. Wir müssen ja irgendwas finden, womit wir länger unter Wasser überleben können. Wir sind jetzt hier im Baumarkt, Leute, ihr seht es. Ja, ich habe schon so eine kleine Idee. Mal schauen, ob das funktionieren wird. Folgt mir einfach mal. Also Leute, ich habe mir jetzt was richtig Gutes überlegt. Und zwar kaufe ich mir hier so ein bisschen Schlauch. Ihr seht es. Und dann kann man auf jeden Fall hier so quasi durchatmen. Und diesen Schlauch führt man dann an die Wasseroberfläche. Aber meinst du, ich nimm mal den Mund, ob der nicht zu groß ist? Ist gut. Okay. Ist gut. Ey, ich glaube, das ist ultra krass. Und jetzt noch ein Kanister, wo man so Sauerstoff rausbekommt, weißt du? Das ist krass. Das ist heftig, Mann. Let's go. Also Leute, wir haben jetzt auf jeden Fall einen Benzinkanister hier gefunden. Den kann man dann sozusagen an die Wasseroberfläche packen. Wir müssen jetzt nur gucken, ob dieser Schlauch sozusagen hier reinpasst. Und ich würde sagen, okay Leute, hier sehen wir auf jeden Fall dann die Öffnung. Bruder, warte mal. Stinkt krass. Riech da mal dran. Boah, ey, das mockt voll, oder? Ja, total. Dann steck ihn rein. Dann stecken wir mal den Schlauch rein. Geht es? Boah, Junge, das passt perfekt. Guck, oh mein Gott, richtig geil. Das ist richtig eng. Ja, das ist krass. Ey, ja, nimm den mit, Lukas. Ja, damit gewinnst du. Hol dir die Kohle. Leute, let's go. Okay, Leute, meine Lieferung von Amazon ist jetzt angekommen. Es sieht vielleicht erstmal unspektakulär aus, aber Leute, das ist auf jeden Fall der Game Changer. Damit werde ich easy gewinnen. Und zwar einfach aus dem Grund, ich ziehe mir das Ding hier gleich so über und dann soll hier Luft entstehen und dann kann ich einfach unter Wasser atmen, Leute. Also das wird auf jeden Fall Trick 17 werden und damit, Lukas, werde ich die 10.000 Euro gewinnen. Okay, Leute, jetzt enthüllen wir, welche Taktik wir haben, um länger unter Wasser zu überleben. Max, hast du deinen schon ready? Ich bin ready. Okay, zeig mal kurz. Oh, geisteskrank. Das ist meine Taktik. Hä? Digga, das ist einfach so ein Plastikbox. Ja, du wirst sehen, du wirst schon sehen. Damit kann ich locker 5 Minuten unter Wasser durchhalten. Was? Ey, und können wir mal kurz darüber reden, was für eine krasse Sonnenbrille du einfach hast? Das ist eine ganz schnelle Brille, Leute. Ey, da musst du ja auf jeden Fall Props geben für die Brille. Man sieht zwar nicht, aber mach mal deine Augen zu. Ja. Jetzt hast du auf jeden Fall hier 3, 2, 1. Digga, wie siehst du denn aus? Ey, hier ist genug Luft drin, um über eine Stunde unter Wasser durchzuhalten. Digga, du willst wohl tanken gehen, oder was? Nein. Lukas, hast keinen Sprit mehr, oder was? Ey, aber das ist meine Taktik auf jeden Fall, Leute. Bin gespannt, wer es länger schafft. Let's go! Also Leute, ihr seht schon, guck mal, im Wasser funktioniert das auch richtig gut. Das schwimmt hier sozusagen oben, hier kommt kein Wasser rein. Ich habe hier meinen Schlauch zum Atmen. Ich muss den nur auf jeden Fall so fest umschlingen. Glaubst du, du kannst so runtergehen dann, Max? Ja, ich krieg das hin. Okay. Okay, Jungs, bereitet euch beide vor. Es geht um 10.000 Euro. Ja, Junge, let's go. Lukas, bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, magst du auch? Ich bin bereit. Okay, dann würde ich sagen, Jungs, 3, 2, 1 und runter. Ganz, ganz wichtig. Okay, die Luft wird hier langsam schlechter. Okay, ich weiß nicht mehr, wie lange Lukas noch durchhält. Wir müssen noch weiter durchziehen. Leider wird die Luft hier echt wenig. Ey Leute, oh, ich lasse früher hoch, oder?
Ja, ich weiß nicht genau. Ich glaube schon. Boah, ich hab keine Luft mehr. Alter, ey, meine Taktik war, glaube ich, geisteskrank, oder? Ich glaube, die hat gut funktioniert, Leute. Alter, ey, Max, Bro. GG, ich glaube, du hast die 10.000 gewonnen. Ja, Leute. Ich geb dir die gleich am Ufer hier. Sehr gut. Also, Max, du hast es auf jeden Fall dir verdient. Die 10.000 Euro gehen an dich. Boah, Digga, das Let's ist schon go. Geisteskrank. Ja, auf jeden Fall. Was holst du dir davon? Oh, ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht. Wer weiß, vielleicht machen wir damit mal demnächst wieder eine Challenge, Leute. Ja, okay. Let's go, Mann. Also, Freunde, das war's mit dem Video. Lasst doch mal ein Like da, kostenlos Abo. Bis dann. Ciao, ciao.